Willkommen zurück zu Let's Play Anno 2070. So, wir sind ja bei unserem. Ja. Unserem Rekordversuch? Na, okay, nicht ganz Rekord, aber. Ja, man könnte schon sagen, bei unserem privaten Rekordversuch. 100.000 Einwohner. Folge 2. Es beginnt, ne? Nein. So. Ich werde mal kurz die Handelsroute ein bisschen effizienter machen und hier eine Hafenbehörde bauen. An der Seite. Damit das Schiff dann nicht immer die Energieknappheit. Kurve fahren muss. Ich habe kein Werkzeug mehr. Ich auch so, wo ist das ganze Werkzeug? Ich habe auch nur 27 Tonnen gerade. Ich sehe schon, ich muss hart anbauen. Ich suche gerade die ganzen Minenplätze, die wir so haben. Gefällt mir gar nicht, weil ich da so sehe. Es sind zu wenige. Ja. Mir fällt gerade auf, wir müssen ja doch Text nehmen. Wegen den Bohrern, ne? Stimmt. Ja. Ja, doch. Also es wäre jedenfalls sinnvoll. Ja, aber wenn wir irgendwann kein Kupfer oder so haben. Ja, im Zweifelsfall müssten wir die bei Devi oder so kaufen. Ach, weg mit dem Beton hier. Ach, Carbon jetzt. Werkzeug ist die Macht. So, wir haben mal die Hälfte unseres Incomes verbraten. Oder unser Start-Incomes, besser gesagt. So, wir können, glaube ich, eine Werft bauen, ne? Schiffe überall. Ne, können wir noch nicht. Oh. Da noch ein bisschen. Da brauchen wir mehr Angestellte. Angestellte, ja. Oh, dann kriegen wir auch Holz. Hurra. Ja, warte. Holz, nein. Na. Aber wolltest du. Na, ja. Toll. Sorry. Ich hätte mich über diesen Effekt gefreut, weil das kann man eigentlich nur so gut mit den Arbeitern machen. Sorry. Ja. Holz bin ich schon am Abbauen. Na gut. Aber ich sehe schon, das wird sowieso nichts. Also mehr Holz. Ja. Warte, bis die Arbeiter eingezogen sind. Wir haben schon 2900 Einwohner. Juhu. Also die Bevölkerungszuwachsrate möchte ich dann hinterher mal sehen. Ja. Durch die Decke. Ah, ich glaube, es sind. Ja, okay, jetzt sind fast alle eingezogen. Jetzt kannst du mal kurz in die Stadt schauen. Ja. Und? Weitere Plöck. Gebäude stehen zur Verfügung. Oh. War jetzt gar nicht so mächtig. Ja, es waren ja fast keine mehr da, die upgraden konnten irgendwie. Ja. War nicht genug. Ja, jetzt müsste ich erst wieder ewig warten, damit dann die ganzen Häuser sich dann alle upgraden wollen. Bis dahin werde ich jetzt erstmal mehr Konzerthallen bauen. So, dann kümmere ich mich jetzt mal um Werkzeug. Haben wir irgendeine kleine Insel, wo wir viele Minenbauplätze haben? Bestimmt. 1, 2, 3. Ja, hier haben wir eine. Dann kümmere ich mich nämlich mal um eine Werkzeuginsel. Ja, das wäre gut. Dann sollten wir vielleicht auch möglichst bald eine Werft bauen. Können wir jetzt? Aha. Ja, genug Leute am Start. Na, nur kein Werkzeug auf der Insel. Egal, ich baue jetzt mal hier eine Werft. Auch. Ich baue mal eine Werft jetzt hier auf die andere Insel, auf der anderen Insel, ne? Ja. Bin gespannt, wie viele Leute hinter auf der Insel hier residieren werden. Ich auch. Wird auf jeden Fall bei uns laufen. So. Richtig. Ach komm, wie kann das denn sein, dass ich jetzt keine Mordzellen habe? Ja, Handelsruf. Ja, gut, so, weil ne? Du halt, ja, weil du halt will das wegschluckst da. Sag alles auf. Handelsroute powered, ja. Handelsroute regelt, wie man es schon sagt. Ja. Also, du musst dich dann bei mir melden, wenn irgendwas knapp wird, dass ich das dann sofort anbaue, ne? Ja. Aber noch sieht alles okay aus. Aber noch, ne? Noch haben wir auch nicht allzu viele Bewohner. Biokost brauchen wir Gemüse und Reis. Sollen wir dann uns direkt, können wir irgendwo schon Gemüse als Saatgut kaufen?
Sieht nicht so aus. Doch. Oh, besser. Brauche ich nur mal eben Schiff. Ich pack mal die 40 Tonnen Werkzeug von der Northburg und fahr mal los, ne? Ja. Aber dann baue ich das lieber erstmal auf die Produktionsinsel. Registriere Energieknappheit. Aha, komm. Warendepot gebaut. Zack, keine Energie mehr. Yay. Ist richtig. Energieversorgung mangelhaft. Nein. Ach nee. Hm? Energieversorgung. Achso. Werte steigen. Schön am Start, ne? So. Dann kloppe ich jetzt mal eben eine Werkzeuginsel raus. Ich hoffe mal, das reicht so von den Sachen, die ich mir mitgebracht habe. Ich glaube eher weniger. Nee, es reicht auf keinen Fall. Also, was habe ich eigentlich dabei gedacht? So. Dann so, oh mein Gott. Energieversorgung mangelhaft. Quant. Ja. Krokant, ne? Ja, oder so. Nein, das reicht ganz knapp nicht. Was soll das? Direkt abgelaucht. Jetzt muss ich ein Supply Depot wasten, damit das funktioniert, Mann. Läuft. Ist euer Ernst? Ist das euer Ernst? Anscheinend schon. Bin zufällig in der Gegend. So schnell war der noch nie da. Was ist da los? Also ich glaube jedenfalls, dass der noch nie so schnell da war. Ist in Indien gefahren, ne? Ach ja. So, Upgrade. Nein, kein Werkzeug. Auf der Werkzeuginsel kein Werkzeug. Moin. Ah, das ist... Ach nee. Darüber rede ich jetzt nicht. Ah, Holz ist noch gut am Start, das brauche ich erstmal nicht anbauen. Hm. 28 Häuser zum Upgraden. Warte. Mach mal. Na, jetzt komm. So. Gebäudeauswahl vergrößert. Oh, der ganze untere. Also der ganze untere Block. Röms alle mal nach oben, ne? Na komm. 1020 maximale Angestellte. Produktion gestoppt. Mhm. Läuft, ja. Eindeutig. Jetzt wollen die auch Informationen. Das könnte jetzt interessant werden mit den Info-Hives. Ja. Ja. Das überlasse ich aber dir. Ja. Du weißt. So, das Schiff ist da. Dann kaufe ich mal eben was bei Zorn. Aber ich glaube, ich werde mich erst später um die Informationen kümmern. Ich bastel jetzt erstmal die Insel voll mit Arbeiterwohnungen. Nein, wir haben keine Lizenzen. Nein. Ja. Da war doch was. Nun denn, ich habe noch zu arbeiten. Hast du nicht eingestellt, dass wir Startlizenzen haben? Offenbar nicht. Da muss ich mir jetzt ehrlich eine suchen, wo Reis und Gemüse drauf wächst. Ja, oder du machst halt jetzt einen Auftrag für ihn. Überhaupt, oder für ihn. Ja, das reicht doch nicht. Ha? Das reicht doch nicht. Ja, dann ich muss halt mehrere Zeit Aufträge müssen. Machen. Ich brauche 148. Ja. Schön, dich zu sehen. Mach halt auch. Ja. Wenn du bereit bist, kannst du sofort losgehen. 116. Ist das dringend? Ein Scheitern mit Tee liefern und Kohle. Wäre für die Firma inakzeptabel. Toll. Na ja, gut. Wie sollen wir denn Kohle liefern? Ja, das kriegen wir schon hin, oder? Wir haben die Ecos, ne? 16 Tonnen Kohle habe ich doch schon. Hä, hey, warum? Ach stimmt, Werkzeug. Ja, für Werkzeug? Stand's aber auch im Schlauch, ne? Ja, ich habe jetzt erst an die Kohlebagger gedacht und dann so, Moment, die haben wir gar nicht. Und dann so, auch Minen. Gut, dann... Es gab ja irgendeinen vorherigen Anno-Teil, wo das so war, dass man erst... irgendwie die Kokerei gekriegt hat und hinterher dann irgendwann die Kohlemine. Dann erst die Kohlemine, ja. Deswegen, das hat mich jetzt irgendwie gerade ziemlich spät geflasht gerade. Ja. So, mein Gott, wir haben schon eine Mine, was ist da los? Also, was? Kann doch gar nicht sein. Sie auf jeden Fall haben wir eine positive Ökobilanz, das ist ganz cool. Ach, eine positive Geldbilanz. Ich wollte also, Ökobilanz wo? Weil wir das halt zupflastern ohne Ende, ne? Ja, es
Wenn in der Runde nicht kannst man dann... Du kannst deine Produktion eigentlich abreißen, oder? Ja, die hatte ich eigentlich oben nur zum Übergang am Anfang gebaut. Also dachte so, mal schauen, ob das von der Produktionsmenge reicht und dann so, Eigentlich war das auch nur temporär gedacht, so, dass es spätestens, wenn ich mit den Häusern da bin, dass ich das dann abreiße. Ja. Komm, ich habe dem einen Schiff gesagt, es soll dem folgen und dem anderen Schiff habe ich gesagt, es soll dem auch folgen. Also die folgen sich jetzt gegenseitig. Trollolol. Können wir eigentlich jetzt schon... Nee, können wir noch nicht. Ich bin nicht dumm. Green benutzt mich als Prellbock. Gegen äußere Widerstände wie gegen... Ja, das wäre nämlich cool, wenn wir... Warte, hast du schon Holz? Ja. Dann... Natürlich habe ich schon Holz. Liefer mir mal ein paar Tonnen. Weil... ein Infohelf braucht 10 Tonnen Holz. Geil. Berechne bei der Menge an Einwohner mal die Menge an Holz, die ich jetzt brauche. Ich brauche erstmal noch einen Frachter, würde ich sagen. Ich habe 150 Tonnen Holz am Start. Ja, okay. Ja, Frachter ist gut. Die Handelsroute ist auch sehr gut. Das Schiff fährt irgendwie ganz Zeit voll her, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Also, in der Zwischenzeit, also innerhalb von einer Fahrt, verbrauchen die 34 Tonnen Fisch. Energieversorgung mangelhaft. Das ist schon ordentlich. Das heißt, das Schiff fährt mit nur 6 Tonnen zurück. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Das ist schon übel. Also. Das ist schon relativ übel, ja. Gut. Jetzt ist schon, geil, wir werden die Handelsrouten noch ein bisschen aufrüsten müssen. Ach scheiße, ich hab... Ah nein. Die Werkzeuginsel produziert kein Werkzeug, weil keine Energie. Ja, das sollte man bedenken. Ist richtig. Oh, komm, Alter. Na, du hast nicht genug Fischerhütten, oder? Fahrzeug fertig. Kann gar nicht sein. Doch. Das Schiff ist mit nur 31 Tonnen wieder losgefahren. Vorschüsse. Ja, ich hab keine... Warte mal. Ich glaube, ich baue noch eine... Nee, Hafenbehörde bringt mir nichts. Ich brauche... eine Anlegestelle. Hier das Upgrade, das mehr Leute... Ja, genau. Achso, nee, das, da brauchst du ein Konto-Upgrade einfach. Ja, hab ich schon gemacht. Oh. Kartoffel. Nee, es gibt ja noch sowas anderes. Zufriedenstellend erledigt. Wir laufen ja zu Höchstform. Ja, du meinst die Anlegestelle? Irgendwas anderes. Oder was? Ja, nee, dass so eine Hafenbehörde, dass noch mehr Transporteinheiten zur Verfügung stehen. Ja, das... Das kriegt man aber erst mit der nächsten Bevölkerungsstufe, ja, glaube ich. Na, schade. Und ich brauche halt auch Warenlager. Ja. Also diese kleinen Dinger da, die man bauen kann. Zum Beispiel Holz quillt halt schon über. Ich habe gerade schon mal Holz mitgenommen, um schon mal ein paar Infoheiß hinzustellen hier. Das klingt gut. So, Aufträge erfüllt. Was will die Jana denn jetzt? Nein, ich musste dem Schiff. Ach, registriere Verschlechterung der Vorschüsse. Na, ich hab's Fernsehen angestellt. Oh, keine Energie mehr. Nein. Ja, läuft. Ja, ich werde jetzt erstmal die ganzen Infohäuser platzieren und dann gucke ich gleich, wie wenig Energie ich habe. Oh, toll. Ergebnis wird gleich sein, sehr wenig. Ne. So, dann bauen wir erstmal Energie auf der Werkzeuginsel, sonst wird da ja nie mehr Werkzeug produziert. Das wäre schlecht. Gut. Ich sehe schon, Werkzeug wird mich anharzen. Schön. Ja. Na, ich habe nämlich auch gerade ganz mehr. Ja, 89 Tonnen haben wir aber noch auf dem Dings. Also wir haben noch ein bisschen was, so ist es nicht. Wo fährt denn die Horizont her? Hin? Ja, die kümmert sich gerade um das Energieproblem auf der Werkzeuginsel. Schön. Oh, Fernsehen ist ausgefallen. Ja, genau sowas, ja. Ja. So, dann gut. Haben wir jetzt Gemüse für Biokost.
werde ich mich gleich mal Biokost... Ich werde jetzt mal die Bauzellenproduktion hier oben abreißen. Die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Nee, wollte gerade sagen... Das ist jetzt irgendwie... Nee. Optimiert meine Energienot aber in keinster Weise. Nein. Ja. Das habe ich... Nein. Ja, mächtige Stadt schon. Vor allem, wenn man überlegt, dass das nur eine von vielen sein wird. Ja. Hoffentlich müssen wir nicht die Grafikdetails irgendwann runterschrauben. Das könnte noch ein bisschen dauern. Wir haben nicht von einem Let's Player auf YouTube gesehen, der musste dann ab einem bestimmten Grafik oder ab einem bestimmten Menge an Bevölkerung. Aber einer bestimmten Menge an Bevölkerung musste der seine Grafik von hoch auf mittel stellen. Ja. Gut, jetzt wissen wir aber auch nicht, was er da für eine Kartoffel als Rechner hatte, also. Ja, das stimmt. So, dann wollen wir uns erstmal um das Energieproblem hier kümmern. Indem wir ein Windrad aufbauen. Sehr gut. Effizient, ne? Ja. So. Ich glaube, ich brauche hier mehr Warendepots. Die kann ich nur upgraden. Okay. Upgrade von Warendepots. Beste. Ja. Ist eigentlich schon Pflicht. Gut, dann geht jetzt als nächstes Biokost über die Bühne. Bin ich ja mal gespannt. Vor allem, wie schön das jetzt noch alles vorne gebaut ist. So, ich so minimalst erst verbraucht habe. Registriere neue Fruchtbarkeit. Das wird sich aber schnell ändern, glaube ich. So, wir bauen ein... womit fangen wir an? Ich würde sagen mit Reis. Da müssen wir erstmal random irgendwo ein Warendepot bauen. So. So, wir fangen an mit Reis. Oh. Fischelager leert sich. Was? Was? Aber ich habe noch 47 Tonnen. Komischerweise. Ist ja noch fast voll, ne? An der Insel selbst habe ich nur 3 Fischerhütten. Aber schon 2900 Arbeiter und 1000 Angestellte. Nein. Gut, Warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt mal die ganzen Eco-Arbeiter auf ausgeglichen stelle? Haben wir kurz auf, was zu bauen? Oh! Plus 1500! Ja, sonst habe ich plus 600. Ah, nö. Ja, läuft bei uns, ne? Auf Tat. Ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht. So, Gemüse. Können wir dank dem guten Zorn ja jetzt auch anbauen. Aber ich habe eine schlechte Ökobilanz auf der Insel, das ist jetzt nicht so geil. Hast du dann Negativeinfluss oder hast du einfach Scheiß gebaut? Nee, ich habe keine Energie, also keine Dings. Schlechte Ökobilanz, ne? Ja. Ja. Ökobilanz. Werte steigen. Ja, da die Wetterkontrollstation bringt ja leider nur plus 15 erstmal. Ja. The struggle is real. So. Zack. So. Gemüsefarm. Dahin. Zack. Biokostfabrik steht schon, wunderbar.
können wir die letzte Straße hier auch noch bauen. So, dann kommt zwei Straßen. So, Gemüsefarm. So, so. 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 Man kommt von dem Ganzen nach links gucken auf den anderen Bildschirm. Kriegst du eine Nackenstarre. Ist richtig. Ah, nee, Alter. Bitter. Ja. Registriere Energie. Ein weiteres schönes erste Weltproblem. Ja. So, Biokost Nummer 1 ist schon mal fertig. Hätte ich es jetzt ganz effizient gewollt, hätte ich jetzt noch sogar noch einen Ticken nach oben bauen können. Shame on me, ne? Mhm. Geht ja nicht. Komm, das riecht mich jetzt echt auf. Das sind zwei Felder, die ich da verbaut habe. Mhm. Na, egal. Meinst du, eins reicht erstmal oder soll ich direkt ein zweites raushauen? Biokost? Ja. Moment. Kurz mal die Lage inspizieren. Da, wo hast du das gebaut? Ach, da. Na, machen wir direkt noch eins. Okay. Bitte dich. Bei der Menge an Bevölkerung, die da gleich aufploppen wird. Ja. Gut. Dann baue ich halt noch ein zweites. So, so, ach ja, jetzt brauche ich erstmal ein Warendepot. Oh, hast du schon Werkzeug über? Guck mal auf die Werkzeuginsel. Muss da eigentlich schon was sein. Ja, 38 Tonnen, ja. Joa. Ja, kannst du ja dann mitnehmen. Oh, nur noch 13 Tonnen Fisch auf der Hauptinsel. Was? Das Schiff war gerade da. Was? Also, ist jetzt eigentlich nicht allzu lange her gewesen, jedenfalls. Ja. Was? Schnell mal einfach Fischerhütten anbauen. Registriere Energieknappheit. Besser ist das. Oh nee, Alter. Ich ändere den Effekt wenigstens ein bisschen ab. Oh, glaub, das noch zwei Tonnen? Uns, Oh nee. Ist das jetzt dein ja. Ernst? Und Fisch geht zurück. Boing. Boah, nee, Alter. Mann. Ja, es geht schon gut los. Das bringt auch nur 25 Tonnen. Nein, muss ich etwa mehr Fischhütten bauen? Ah. Ich hole jetzt gerade erstmal Werkzeug. Registriere Energieknappheit. Allein schon, weil. Moment. Ah, nee, gegen. Na, den Strommangel kann ich noch was machen. Plopp. Ich brauche erstmal ein Schiff. Schiff, fahr. Schiff, tu mal. So, ich nehme mal die Bauzellen wieder mit. Ich nehme das Werkzeug mit. Entweder du bringst jetzt Fisch vorbei oder explosionsartig Biokost. Aber das würde auch nur die Angestellten erfreuen. Nein. Ja. Ach komm, Alter, ich produziere hier in Massen. Und es reicht einfach nicht. Ja, Junge, schon 4300 Bevölkerung. Nur, fast nur Arbeiter. 3400 davon sind Arbeiter. So, Schiffe, fahrt schneller. Wir brauchen den Stuff, Mensch.
Ein weiterer Grund für die Ecos. Wir können hinter Hovercrafts bauen. Ja. Auch wenn wir die dreimal fahren lassen müssen. Ja. Aber auch egal. Immer eine so eine Punchline und dann so. Immerhin reicht der Tee noch, aber er steht auch schon auf Lager, leert sich, aber das ist ja, glaube ich, normal. Was? Ich glaube, Lager leer ist so bei dir so der Dauerzustand. Nein, Lager ist leer, ist der Dauerzustand. Ja. Lager leert sich ist nur die Vorhut davon. Geil, ja, ne? Richtig geil. Was ist vor da noch die Fischerhütte an? Guck mal, Alter, ich habe doch jetzt schon einen zweiten Hafenbereich mit noch Fischerhütten gebaut. Ja, ich glaube auch nicht, dass das reicht. Ja. Selbst wenn es reicht, federt man wenigstens die ganze Kacke so ein bisschen ab, so. Fisch zu 37,50% erfüllt? Ja. Was? Ja, das steigt momentan. Registriere Energieknappheit. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ah, ich glaube, ich baue jetzt einen Moment lang mal weiter, nicht weiter an. Ja, warte mal einen Moment, ja. Wäre auf jeden Fall cool. Ah, scheiße. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die... Oh, ein Architekt finden. Hör dir meinen Gegenvorschlag an, bevor du loslegst. So. Wimmelbilder sind so richtig undankbar bei Eco-Städten, wenn die ganzen Bäume dazwischen stehen. Vor allem bei solchen Eco-Städten. Ja, das macht's noch schlimmer, ja. Ah, ich hab ihn. Sehr gut. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Komm, ich habe jetzt oben Fischerhütten ohne Ende und dann an dem anderen Strand auch schon welche. Kannst du mir nicht erzählen? Wo sind schon wieder die Bauzellen? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben nichts von allem. Ja, und davon eine Menge. Ja, immerhin. Immerhin das, ne? Ja. Registriere Energieknappheit. Registriere Energieknappheit. Doppelte Energieknappheit am Start. Also, nervt nicht. Winch. So. Aha, die Fischsituation hat sich gebessert. Ah, Lager füllt sich, sehr gut. Oh. Wer hätte das gedacht? Also, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Nee, niemand. Ja. Wenn wir Ingenieure hätten, könnten wir noch weiter ausbauen, glaube ich. Also, ja, ich baue gerade schon Kommunikatoren. Ja, sehr gut. Kannst du die Biokost auch schon liefern? Aber wir brauchen ein größeres Schiff, ne? Ja. Ja. Schön. Ist jetzt nicht so geil. Ist richtig. Du glaubst gar nicht, was eine Produktionsinsel mit Energie zu kämpfen hat. Das ist echt übel. Ja. Atomkraftwerke, FTW. Ja, ihr verhetzsam, ja. Ja, richtig. No, ich habe kein Werkzeug mehr. Mäh. Sehr schnell eskaliert. Ja, ein Infohäuf braucht 12 Tonnen. Ich habe jetzt gerade ohne Ende Fischerhütten gebaut, deswegen habe ich keins mehr. Und für Infohäuf baue ich wieder was. was brauchst du jetzt? Warte, habe ich da noch was auf der Arche? Nein. Gut. Die Vorräte haben uns ja lange geholfen. Ja,
So semi nicht vorhanden. Lange drauf, 5 Minuten, ja. Ach komm, ich kann den Fisch immer zurückgehen, das gibt's doch nicht. Ja, okay, das kann jetzt eigentlich gerade wirklich nicht mehr sein. Ja, wobei, Lager füllt sich. 94 von 95 Tonnen. Ey, in even mal gucken, wie lange das so bleibt. Wahrscheinlich gleich so 90 Tonnen. Ja, wobei. 86. Das ging schnell. Ich brauche mehr Werkzeug. Aber wir haben keins mehr. Du brauchst auch Werkzeug, ja. Ne? Alter, ich produziere auf der Insel Werkzeug, ich produziere auf dieser Insel hier unten Werkzeug. Wo ist das denn hingegangen? Ja, ich glaube, ich produziere auch mal auf der Hauptinsel, obwohl, na. Moment, wie viel? Ich meine, solange du keinen Platz, also den Platz, den du dann dafür verschwendest, nicht brauchst, kannst du es ja machen. Na komm, 8 Minenbauplätze. Auf ja. Deiner Insel? Nein. Ja, jetzt, hätte man jetzt die Dings, wäre das, da könnte man ohne Ende spammen. Die, Kolo-Bagada. Egal. Ja. Ich brauche ja vor allem für das Upgraden echt extrem viel Werkzeug. Und dabei werde ich wieder Häuser anbauen gehen. Also Holz reicht noch. Ja. Überraschenderweise reichen 4. Weil es sind ja auch 4x4 Sägewerke, ne? Mhm. Und 4x2 Baumschulen. Wenn das nicht reichen würde, würde ich aber im Baum springen. Von selbiger Baumschule, ne? Mhm. Aber ich brauche unbedingt was, was meine Ökobilanz auf der Produktionsinsel verbessert. Spiel gespeichert. Oh, so ein Maker dauert noch. Ja. Ach komm, Alter, was wissen wir da am Ankleistern, Mann? Ach komm, das war jetzt aber hier gerade China-mäßig, ja? Instant-Plan-Bau! So, so 30 Häuser, 40 Personen pro Haus, morgen fertig, ach, kein Problem. Aber das machen wir über Nacht, ne? Moment. Doppelschicht, Leute. Ach ne, das schaffen die in einer Schicht wahrscheinlich. warte mal, noch ein Hafenbereich brachte jetzt auch mehr Dings, mehr Waren, Abholeinheiten, oder? Ja, ich hoffe doch. Weil dann mache ich das jetzt mal, weil ich viel zu viele Fischerhütten gebaut habe. Stelle ich gerade fest. Hafenbehörde, los. Wir brauchen einfach größere Schiffe. Oder mehr Schiffe. Was liegt denn da eigentlich im Wasser? Tee. Nö. Nee. Ja, das... Wird der nicht verbraucht? Was ist da los? Haben wir nicht genug Leute? Soll ich anbauen? Ja. Ja? Ja. Er wollte Wurzeln. Ja, dann nimm mit. Ich habe 142 Tonnen. Ja, dann gib her. Ja, wir haben kein Schiff. Ich baue nochmal welche. Oh. Energieversorgung mangelhaft. Ach komm, ich baue ein Schiff und Energieversorgung mangelhaft, Mann. Pff. Das ist euer Ernst? Ja gut, die Werft braucht halt mehr Strom, wenn sie ein Schiff produziert, ne? Ja, das ist richtig. Trotzdem. Macht so. Sinn. Macht Sinn, ist aber scheiße, ne? Ja, genau, ja, genau. Das. Nee, Alter. Oh, kein Werkzeug, Mann. Ja. Das ging wieder schnell. Ey, ich glaube, ich spare jetzt mal die nächste Ladung Bauzellen. Also, was heißt spare? Ich nutze die jetzt mal, um mehr Werkzeug zu produzieren. Ja, gut. Komm, 6 Werkzeug für eine, Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis was? Nicht erfüllt. Hä? Wo denn? Ach, da oben. Hä, warum denn? Klingt in der Optik oder wo ist das Problem? Da fehlt eine Straße, glaube ich. Naja. Ja, tatsächlich. Ach nö. Naja. Komm. Ein so ein Zentimeter Straße und dann so, ah, wir finden den Weg nicht und dann so. Seid ihr dumm? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, oder was? Ach nee, Alter. Ah, so, du brauchst Bauzellen, ne? Ja. Da hasse man. Ja. Energieversorgung mangelhaft. Oh, Mine gebaut. Zack, keine Energie mehr. Schön. Nicht. Energieversorgung mangelhaft. Ja, bleib mal locker. Ein Werkzeug für mehr Werkzeug, verdammt.
Läuft. Ach nein, die Werkzeuginsel hat auch kein Werkzeug. Nein! Critical Hit! Ja, dann nehme ich erstmal die Bauzellen entgegen, ne? Ja. Klar ist ja erstmal mehr Leute, ne? Ja, China-Mode. Energieversorgung mangelhaft. Boah, Leute. Also mit der Energie, das müssen wir unbedingt... Ach nein, ich brauche ein neues Stadtzentrum, aber dafür habe ich auch kein Werkzeug. Nein. Na komm, weißt du... Fehler 404. Vielleicht werde ich mal offscreen nochmal den in seinen alten Spielstand ein bisschen laufen lassen. Für Werkzeugproduktion. Und dann werde ich einfach die Arche nochmal mit Werkzeug zuknallen. Noch vor dir. Ja. Ich nehme jetzt mal kurz das eine Frachtschiff und los, Radumschiff. Ich gehe jetzt mal hier bei den NPCs kurz Zeug einkaufen. Also ja, ja. Und dann so Zeug und dann so Werkzeug. Jenes Zeug. Mhm. Wenn es nicht gerade zu Trenchbob geht, dürfte das noch bezahlbar sein. Ach komm, wir haben jetzt schon... Ah, wir haben noch plus 43. Was ist da so teuer? Ach komm, du könntest 50 Häuser upgraden. Dafür brauche ich aber 50 Tonnen Werkzeug. Ja. Ja. Habe ich 50 Tonnen Werkzeug? Noch nicht. Ist richtig. Du kannst übrigens Biokost und so schon holen, ne? Dafür brauchen wir noch eine Handelsroute. Haben wir überhaupt noch ein Schiff dafür? Ich habe gerade zwei Schiffe gebaut, wo sind die schon wieder hin? Also eins steht oben bei der Werkzeuginsel und das andere geht Werkzeug kaufen. Dann haben wir wohl zu wenig, ne? Hab ich gehört. Dann bauen wir noch mal eins. Ne, da steht doch noch eins. Wo denn? Da. Kalypso und die andere ist auch frei. Ja, dann nimm und mach. Ja, dann mache ich mal eine Handelsroute für Biokost und Kommunikatoren. Ja. Neue Handelsroute. Biokost und komm. Station hinzufügen. Zack, zack. Einladen. Einladen. Ausladen. So, warum haben wir noch plus 36 Bilanz? Weil irgendwas gerade hart reinhaut. Ich gerade irgendwie zu wenig ausgebaut, oder was? Ja, ich denke ja. Wir haben kein Werkzeug. Das ist sicherlich das Problem. Wir haben auch nur noch 8000 Credits, fällt mir gerade auf. Oh, wir haben 28 Tonnen Eisenwaren. Ich sollte mehr Werkzeugfabriken bauen, vielleicht. Vielleicht? Na komm, wir haben maximale Kohle. Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit... Hat jemand sich irgendwie vertan? Ich glaube ja. Wie viel Werkzeug hast du jetzt gekauft? 20 Tonnen. Mehr hatte er nicht. Nee. Ja. Geil, ne? Richtig geil. Warte mal, wie viele Dings habe ich jetzt gebaut? Eine Eisenmine, noch eine Eisenmine, noch eine Eisenmine, also drei Eisenminen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt im Verhältnis die Kommunikatorenproduktion und so ziemlich übel reinhaut. Mhm. Also zu viel Kommunikatoren für zu wenig Angestellte. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Hoffentlich. Aber wäre jetzt anzunehmen, ja. Oh cool, schon wieder kein Werkzeug mehr. Ach was. Und dann so Gelaber. Wir haben auch nur noch 4000 Credits. Ja, das geht ziemlich zurück. Warte. Ich glaube, wir werden das komplette Werkzeug, was ich jetzt gerade oben kaufe, verwenden, um einfach abzugraden. Ja. Ja. Auf einen Schlag, weil das kostet ja keine Credits. Ja. Das wir noch schön machen. Bankrott. Rams, Ende. Nachdem wir die geupgradet haben, werden wir die erstmal alle auch ausgeglichen stellen.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Wir können auch das Fertigessen an Devi verkaufen. Ja, können wir. Stimmt, da habe ich ja so ein bisschen was von eingepackt. Ja. Ach komm. Das hatten wir ja nämlich so im Hintergedanken. Falls ach, Jana hatte 40 Sonnen, warum auch immer. Und warte, eventuell überflüssige Kommunikatoren können wir auch bei Jana verticken. Achtung. Wir haben noch gerade ein Schiff frei. So, dann fahren wir doch damit mal hin. Ja, aber die 30 Minuten für heute sind schon wieder rum. Es ging wieder schnell. Ich wollte ja echt diese Folge noch erstaunen, wie schön wir da 30 Häuser upgraden können. Tja, das müssen wir wohl in der nächsten Folge machen. Bei Let's Play Anno 2070. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin.